Ich muss wissen, wo diese Adresse ist. Erstes Geld. Ich gebe ihr mal 50. Mhm. Wo läuft das denn jetzt? Dann nehme ich die 50 wieder. Gut, dann kriegst du eben keine Information. Und dreht sich um und geht. Finde ich einen anderen, der mir helfen will. Ach so. Und vielleicht mehr Geld verdienen möchte. Keiner aus meiner Crew. Also, versuchen wir es nochmal. Halt nochmal die 50. Jetzt kommen so 12 Kids, ja. Wir sind die trotzigen 13. Ich hätte eher gehofft, dass es nur 12 insgesamt sind. Weil einer muss immer der Anführer sein und das ist der 13. Der Preis ist so eben gestiegen, 150 Lire. Ja, schweren Herzens. Ja, okay. Okay. Ein bisschen Geschauspieler. Ich halte es hin, ich lasse es noch nicht aus. Jetzt frage sie, wo diese Adresse ist, die 1134 St. Polo. In Venedig. Ich habe noch nicht auslassen. Wo genau? Nicht hier. Das ist wie so ein Angelspiel. Ich lege nochmal 150 draus, wenn die Spielereien vorbei sind. Und 150 jetzt und die anderen 150 danach. 300 danach. Ich trau dich nicht, du bist ein Ganove. Und hier stehen. Und du hast gar keine 300 Lire. Du siehst, wie diese Jungs so. Sind wir eigentlich inzwischen dabei? Und ja, also ich schaue sie an und sage: Ich stehe hier vor der Zukunft der Ganovenkunst. Zunft. Wie gesagt, ich gebe dir auch noch Tipps obendrauf, wie du besser wirst. Dir. Nicht euch allen, dir. Okay. Also, nochmal, Klartext. Wo finden wir diese Adresse? In Venedig. Genauer? Nicht hier. Ich habe noch. Polo ist in der Nähe der Markthalle. Das ist die Straße der Markthalle. Kann man da am schnellsten hin? Mit der Gondel 10 Minuten nach da. Flussaufwärts. Passt. Pack die 150 ein, hol ein Bündel raus, zeige ihnen nicht, wie viel es ist. Und zähle 300 ab. Das sind Münzen. Ist mir egal. Sie nimmt das Geld. Guck dich so an. Du warst unaufmerksam. Kommt du vor. Schubst dich und du fällst so über jemanden, der sich so hinter dich gebeugt hat. Die lachen dich aus und rennen weg. Sollen sie machen, wenn sie mir das Geld nicht wegnehmen, macht Paul Marchand! Achso, das Geld haben sie genommen. Also nicht das Ganze, sondern nur das, was du gegeben hast. Okay. Paul Marchand wurde von der trotzigen 13 fertig gemacht. Bringt die Kunde nach Rom, wir müssen nach Rom. Also Harry, du hast gesehen, Jurika ist in der Bibliothek. Was machst du denn da, Jurika? Ich schreie der Kleinen noch nach. Ich bringe die Kunde nach Rom. Paul Marchand hat es mit 13 aufgenommen. Und rappel mich wieder auf. Ich lache einfach nur. Mit einem Glas Wein in der Hand. Einfach so in Luft. Wir sind in Italien, es gibt überall Wein. Wie schön, dass du dich auf ein Glas mit einem Glas begnügst. Ja, du weißt nicht, wie oft das schon voll war. Ich möchte wegen der Familie Quantiro ein bisschen nachforschen. Vielleicht finde ich heraus, wo die ungefähr, zumindest ein Teil von denen begraben. Also sind. Du findest genau die gleichen Infos quasi raus, ja, Gerüchten zufolge. Sonst in der Basilika begraben sein, aber das sind auch nur Gerüchte. Es gibt eigentlich niemanden, der das richtig bestätigen kann. Kunstsammler, Händler, siehst so, was die so alles gespendet haben und
manche waren mal so im Stadtrat irgendwie, aber jetzt keine wirklichen neuen Informationen, abgesehen von dem, was du eh schon wusstest. Und die werden wahrscheinlich überall ihr Wappen hinterlassen haben. Bitte? Die werden wahrscheinlich überall ihr Wappen hinterlassen haben. Tatsächlich ist das Wappen gar nicht so erwähnt. Also du musst schon sehr stark nachforschen. Eigentlich nur dadurch, dass du wusstest ungefähr, aus welcher Zeit es hervorgeht, findest du da Verweise. Aber so in der neueren Venedig-Geschichte ist das Wappen so gut gar nicht ersichtlich. Findet ihr denn was raus über den letzten von denen, was der so gemacht hat? Ja, Kunstsammler, hat relativ wenig gespendet, nie verheiratet gewesen, irgendwann gestorben. Nichts Außergewöhnliches. Okay, dann begebe ich mir dann auch zu der Kathedrale, zur Basilika. Ja, du siehst auch gerade, wie Paul sich so den Staub von den Hosen abklopft. Ja. Juri, ich sagte, Informationen aus 13 Leuten rauszubekommen. Ist nicht so einfach, wie man das glaubt. Du hast ihnen so ziemlich kein Geld gegeben. Habe ich was verpasst? Also die Adresse ist bei dem Markt, bei der Markthalle, den Markthallen. In der Markthalle. Markthalle. Das ist die Straße. Was wir eh verwussten. Ja, jetzt sind wir sicher. Ich bin mir jetzt sogar unsicherer als vorher. Gehen wir in die Kirche? Gern. Ja. Ja, ihr geht in die Kirche, die es in Venedig gibt. Das ist so die größte und auch die prunkvollste. Ihr seht sehr viele Touristen, die hier rumlaufen. Es gibt so scheinbar auch so ein paar Gruppen, so Touri-Guides, sage ich mal. Immer so kleinere Trauben mit jemandem, der so ein Schildchen in der Hand hat, wenn irgendwas erzählt. Wunderschön geschmückt, ja, sehr, sehr alt, scheint gotisch zu sein. Groß, riesige Kuppel, großer Bug. Eigentlich ein ganz schönes Ding. Ich stelle mir da bei so einer Touristengruppe dazu, auch aber nicht zu, was sie da erzählen. Also ja, für dich ist es ja komplett neu, du kennst das ja, glaube ich, gar nicht so krass. Ja, du erfährst ein bisschen was über die Geschichte, wann es entstanden ist, wie alt es so ist, was so Besondere an den Gemäuern irgendwie ist, ja. So Standardkram, den man halt so von solchen Sehenswürdigkeitsorten so kennt. Jetzt gar nicht so sehr was. Sucht ihr irgendwas Bestimmtes oder? Ich möchte schauen, ob es gibt ja oft in diesen Kirchen diese Kerzen. Stände, wo man Spenden einwerfen kann, ob bei irgendeinem von denen eine Kerze fehlt. Nee. Das ist die Memento-Kerzen. Aber dir fällt auf, dass das exakt die gleichen Kerzen sind, die du... Darum haben wir gedacht, vielleicht von wo es der Professor genommen hat. Oder? Das hat wahrscheinlich schon wieder jemand aufgefüllt, aber... Okay. Könnt ihr euch natürlich auch einfach umschauen, wenn ihr das wollt. Ich werde einen von diesen Touristenführern dann anquatschen. Mhm. Ich habe gehört, dass die Familie Guantiro hier auch irgendetwas gemacht hat oder hier begraben liegt. Ja, also die Verglasung wurde gespendet damals. Begraben, so ja, das sagt man, aber es gibt niemanden, der das so wirklich bestätigen kann. Vielleicht irgendwo in der Krypta, die ist halt riesig. Kann man die besichtigen? Gibt es da Touren hinunter? Nee, ist leider gesperrt. Also, ne, sehen Sie da so die Gittertüren da überall? Da geht es überall in die Krypta rein, aber das ist alles abgesperrt. Schade. Trotzdem, Dankeschön. Ja, dann schauen wir diese Fenster, die Buntglasfenster an. Ja, ganz klassische Kathedralenfenster, schön bunt, ja, Motive, verschiedene aus der Bibel,
nichts Besonderes, also jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich würde mal gerne schauen, ob wir denn Verfolger, aufmerksame Beobachter oder ähnliches haben. Ja, dann mach doch mal bitte eine Suchenprobe. Suchen. Ja, mit einer schon wieder ein paar, 33 geschafft. Ganz zufällig. Das ist wie Ben & Jerry Eis, ich sag's euch. Also ich gehe mal davon aus, du suchst nach Pierre Marfond auch, oder? Ja. So, ne, wäre naheliegend. Den kannst oder du auch so lustige Leute mit so Melonen auch rumsitzen. Den kannst du nirgends entdecken, aber du siehst tatsächlich jemanden mit einer schwarzen Melone. Und einem schwarzen Anzug. Schaut der uns an, oder? Nee, der steht so, du siehst ihn so seitlich, der ist auch ein bisschen weiter hinter, im hinteren Teil. Und der scheint mit einem Priester zu diskutieren. Ja, wohl, diskutieren kann man nicht ganz so sagen. Er tut ziemlich herrisch da vor ihm rum wedeln und hat auch noch zwei finster aussehende Gesellen da bei sich, die so den Pfarrer da, den Priester so in die Enge, in die Mangel nehmen. Ich würde mich gern in die Nähe einfach auf so Gebetsbänke oder so knien und so tun, als würde ich beten. Und schauen, was ich da zuhören kann. Ich meine, es ist eine Kathedrale, da halt es ziemlich laut. Und vorher natürlich ein Paul so anstupsen und so dahinter zeigen. Und dann mich eben so daneben dafür betend hinsetzen. Wenn Sie sich helfen wollen, ja, aber immer so Wortfetzen, das werden Sie noch bereuen, ja. Und jetzt geben Sie schon die Schlüssel. Nein, ich werde Ihnen die Schlüssel nicht geben. Aber dann siehst du einfach nur, wie er so festgehalten wird von diesen zwei krummschlächtigen Typen und dieser Mann, und dir fällt auf, der hat einen deutschen Akzent, was hat der gekrimst, sich so ein Schlüsselbund irgendwie nimmt, so einen kleinen Ring, so 8, 9, 10 Schlüssel oder sowas dran sind, und sich umdreht, und da ist auch so eine Gittertür quasi, die aufschließt, und der Priester wird so unsanft zur Seite geschubst, ja. Und die beiden Gestalten verschwinden mit dem Zylindermann, nenne ich ihn jetzt mal, irgendwo so eine Treppe, die nach unten geht. Sperren sie hinter sich zu, oder? Ja. Okay. Ich werde, sobald die zusperren, eilig zum Priester und helfe ihm auf. Ist Hochwürden, alles in Ordnung mit Ihnen? Dankeschön. Ja. Was war denn hier los? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Unter Kollegen, Sie wissen ja, Schweigegelübde. Lass doch mal deinen Charme spielen, Paul. 45. Nein. Was hast du denn gewürfelt? Ich setze einen Storypunkt ein, um zu switchen. Bin ich besser. Bringt sich nicht. Komme ich nicht runter. Kommst du nicht runter? Nein. Der Colin. So von Mann zu Mann. Funktioniert es? Würde es funktionieren, auf Kontakte zu würfeln, ob ich ihn kenne? Nee. Kann ich einen Storypunkt ausgeben, um zu sagen, ich kenne ihn? Das kannst du leider tun, ja. Dann würde ich das auch gerne machen. Ja, voll. Okay. Wer ist das denn? Ja, das ist ein alter Freund von mir auch. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie heißt denn der Freund? Ich in Venedig war. Bruder Jakob. Okay, Pater Jakob. Bruder Jakob ist jetzt Pater Jakob. Okay. Harry, hey. Ich dachte, Venedig wäre weit genug weg. Nichts ist weit genug weg von mir. Ihr kennt euch? Ja, ja. Ist eine lange Geschichte. Ich komme deiner Zeit auch vorbei. Was suchst du hier? Wie kann ich dir helfen, dass du möglichst schnell wieder aus dieser Stadt verschwindest? Hat der den Messwein ausgetrunken? Zum Paul? Ich weiß es nicht, sie kennen sich.
indem du mir gerne mal sagst, was die Herren gerade von dir wollten. Sie wollten in die Krypta. Und das haben sie offensichtlich auch geschafft. Gibt es einen Zweitschlüssel? Tja, aber was wollt ihr denn? Was willst du denn in der Krypta? Und deine Rasselbande hier. Vermutlich dasselbe, das die wollen. Allerdings wollen wir dabei schauen, vor allem, dass die niemanden umbringen. Es ist eine Krypta, Harry. Nicht noch mehr. Das sind schon alle tot. Diese Personen sind trotzdem sehr gefährlich. Sie haben schon einen Mann, mindestens einen Mann, von dem wir wissen. Was wollt ihr denn in der Krypta? Ich kann euch nicht einfach in die Krypta lassen. Die suchen ein Dokument, eine... Sie suchen eine verstorbene Person, die hier angeblich liegt. Was wisst ihr darüber? Er ist sehr misstrauisch. Aber er macht den Eindruck, als wüsste er was. Er hat den Eindruck, er wüsste, was ihr wisst. So. Also wir sind hier, um zu verhindern, also dass die das finden. Wenn mir das auffällt, sage ich Anton Payet. Die Person, von der wir wissen, dass sie... Ihr sucht die Krypta der Quantiros. Und so viel wir wissen, haben diese Herren ihn auf dem Gewissen. Was, der Quantiro? Nee, der ist schon seit 150 Jahren... Nein, Payet. Ja, ich kannte den nicht richtig. Der war mal hier. Wollte irgendwas wissen, wo das Grab ist. Habe ich ihm nicht gesagt. Habe ich auch denen nicht gesagt. Die laufen in die falsche Richtung. Das ist gut. Sehr gut. Also ihr wisst, wo das Grab ist? Ihr müsst die andere Treppe nehmen. Könnten Sie uns vielleicht das Grab zeigen? Dann ist Harry, schneller weg. Ich verspreche es dir, ich werde nie wieder in diese Kirche kommen danach. Ich werde mit dir nicht in die Skripta gehen. Das letzte Mal, als ich mit dir an einen dunklen Ort gegangen bin, sind wir beide fast draufgegangen, ja? So schlimm damals, war das auch das nicht. War genauso schlimm damals in Rom, ja? Ein Leiden. Hier ist der Schlüssel. Ich halte mich da raus. Geht da runter. Dritter Gang rechts. Dann zweimal links. Dann nochmal rechts. Und dort findet ihr die Krypta. Ich schreibe mir das auf. Ich schreibe es mir auch gerade auf. Gut, er verschwindet nämlich jetzt wieder. Sonst landen wir mit mir in Griechenland. Wenigstens in Australien einmal quer durch. Wahrscheinlich. Okay, wollt ihr da runtergehen? Ja. 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 Ja, ihr geht da runter. Es ist richtig muffig, ne? Muffig, feucht, kalt. Ich pack mal meine Taschenlampe aus. Ruhig? Ja. Das ist auf jeden Fall angemessen, weil da unten brennt tatsächlich kein Licht. Also hier war schon lang keiner mehr. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Die Treppenstufen sind ein kleines bisschen rutschig. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Und ihr seid im Prinzip, seht ihr jetzt einen langen Gang, wo immer mal wieder links und rechts zum Teil Gitter, zum Teil Holztüren, immer mit irgendeinem Namen oder mit einem Symbol drauf. Ja, ab und zu kommt immer mal wieder eine Kreuzung. Ich sperre aber auch hinter uns die Tür wieder zu. Okay. Und wenn wir unten rumlaufen, würde ich gern mit, weil ich habe einen Kompass dabei, auch gern mal schauen, wo gehen wir eigentlich genau gerade hin, also in welche Himmelsrichtung und so. Ja, wenn ihr den Gang folgt, dann nach Westen. In Richtung Markthalle? Nein. Okay. Wenn wir da unten sind, okay. Ich habe alles erwartet, wenn ich diese Frage, also what the heck, ja. Entschuldigung, ja. Ich film teilweise den Weg unten. Mhm. Ich würde auch gern mit Kreide in immer die andere Richtung, wo wir abbiegen, einen Pfeil an die Wand malen. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, Harry, wo ihr abbiegen müsst? Ja, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Okay.
Und wenn ich es richtig weiß, bei der dritten Abzweigung rechts, dann zweimal nach links und dann nochmal rechts. Genau. Das ist leider gut. Ja, also es passiert einfach, also es ist halt eine Krypta, ne? Also ihr seht ganz viele verschiedene Grabstätten, teilweise schon einfach, also sehr, sehr alt, und ihr folgt dieser Wegbeschreibung und am Ende des Ganges steht ihr vor einer großen Eisentür. Passt der Schlüssel zufällig da auch? Nein. Das scheint nur der Schlüssel quasi für diese Eingangstüren oben zu sein. Ja. Ich wusste, er scheißt uns irgendwo rein. Ich schaue mal, ist die Tür versperrt? Ja, die ist abgeschlossen. Okay. Würde sich die mit Dietrichen öffnen lassen? Stimmt, du bist der weltbeste europäische Fassadenkletterer. Okay. das ist allerdings schon alles ein bisschen älter. Ich erschwere das um einen Pip. Das heißt, es geht jetzt bei auf? Bei einer 1 auf der 1er Stelle ist es ein Misserfolg. Nein, eine 0. Also eine 10. Okay, Glückspilz. dann. Oh Gott, Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Während du das Schloss knackst, musst du niesen, weil so viel Schlaub aufgewirbelt wird. Und ja, also du hörst das Schloss klacken. Das war jetzt natürlich keine Herausforderung. Das ist ein altes Schloss, was soll. Weltbester Fassadenkletter Europas. Also ja, wirklich, was soll ich aufhalten? Ne? Du kriegst allerdings die Tür alleine nicht auf. Die ist schon recht schwer. Ja. Ich würde mal mitdrücken. Da oder ist ziehen. So ein Ring quasi. So wie ein U-Boot. Nee, so ein Henkel so quasi. Ah, okay, so ein Henkel. Okay. Genau, ja. Ist so ein Tresor. Ja, zu zweit kriegt es auf jeden Fall hin. Und ihr seid in einer Grabkammer und könnt dort einen großen steinernen Sarg sehen. Ich filme das alles währenddessen. Was steht denn auf dem Sarg drauf? Auf dem Sarg ist nur ein Wappen zu sehen. Mit einem Obelisk und Tentakel. Sonst noch irgendwas in dem Raum? Nee. Was man vielleicht als Hebel benutzen könnte für den... Ja, es sind so ein paar Kelche aus Ton oder sowas. Ne, irgendwie. Dann eine Sache, die so aussieht, wie so ein alter Bilderrahmen. Das Bild, was da mal irgendwie auf der Leinwand war, ist natürlich komplett gammelig so. Nee. Also du hast deine Hände, rein theoretisch. Mach auf. Na, natürlich. Ja, wir sind zwei Leute mit Händen. Also es ist so ein Steinkram mit einer Steinplatte oben drauf. Ne? Also. Aber am besten so schieben, dass sie nicht runterfällt. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Wir wollen ja nur reinschauen. Ja. Ja. Okay. Schön. Ihr könnt das Ganze mal aufschieben. Es ist unglaublich anstrengend. Ihr kommt ordentlich ins Schwitzen, aber die Good News, es passiert nichts, kein geheimer Mechanismus, kein Hebel, keine Falle, ne, falls ihr das gedacht habt. und ihr seht da drin ein Skelett liegen. Hat der irgendwas bei sich dabei? Ich film da also reiner. Ich leuchte rein, sieht man irgendwas funkeln vielleicht? Ja, natürlich siehst du was. Natürlich siehst du was, direkt was funkeln. Das sticht dir direkt ins Auge. Und zwar ist das ein Ring an der Hand. Mit einem Wappen drauf? Mit einem Wappen drauf. Gleiche Wappen wie auf der Steinplatte? Gleiches Wappen wie auf der Steinplatte. Ich schalte die Kamera aus und pack's weg. Ich zieh mal vorsichtig den Ring vom Finger. Ja. Das geht. Nichts passiert. Okay. Also, falls das erwartet war, nichts passiert, du kannst den Ring einfach nehmen. Das Skelett fängt nicht anzusprechen. Sehr gut. Das zerfällt auch nicht zu Staub. Ich bin kein Arsch. Nein, es passiert nichts. Du hast dieses Wenn der Wein sich selber trinkt, gell? So gut sozusagen. Aber sonst ist ja nichts drinnen, außer dem und, nee. Und den Ring. Ich schaue ja alle in diesen Sarg quasi rein, ne? Ja. Ich schaue mal, ob. Skelett fängt zu klatschen an. Nein, das Skelett nicht, aber das Klatschen kommt von hinter aus. Ja, ich würde mich mal mit meinem Gewehr in der Hand umdrehen. Sieh an, sieh an, sieh an. So treffen wir uns dann doch.
Der Fritz. Ich bin Professor Dr. Heinrich Ernst. Der ernste Fritz. Ich heiße nicht Fritz! Und um sein Argument zu untermauern, sind neben ihm diese zwei Gorillas, die so Maschinenpistolen in den Händen halten. So kleine. Überlasst mir den Ring oder ihr endet wie mein verehrter Kollege Paillet. Muss fast aufstoßen, als er den Namen sagt. Ihr werdet euch nicht mit dem Oktopus anlegen wollen. Wäre nicht das erste Mal. Aber das letzte. Haben Sie vorher auch gesagt. Gibt es in diesem Raum irgendwo sowas wie Lüftungs... Also klingt jetzt komisch, Lüftungsschlitze, so wie ein Kanalenabfluss oder irgend sowas in irgendeiner Ecke? Nee, also es scheint... Also der einzige Weg nach draußen ist der Weg, der da versperrt wird. Aber sind die zwei Gorillas, stehen die so bei ihm, dass wir, wenn wir den Typen umrennen, nicht raus können? Ja, ihr könntet dann wahrscheinlich drüber stolpern. Also es ist halt recht eng, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt niedrig. Ne? Also man kann hier schon vernünftig stehen so. Es ist allerdings auch so eng, dass Harry, du feststellst, es wäre eine dumme Idee zu schießen. Und wenn dir das so geht, geht es den anderen wahrscheinlich genauso. Ja. Ich würde gerne einen Überraschungsangriff auf den fuchtigen Fritz machen. Okay, dann machen wir beide jetzt eine vergleichende Probe. Das ist im Prinzip das, was passiert, wenn man gegeneinander Proben macht. Das funktioniert genauso wie eine Kompetenzprobe. Du würfelst auf deinen Kompetenz, auf deinen Aufmerksamkeitswert. Oder Nahkampf kannst du auch zum Beispiel nehmen, wenn du sagst, du möchtest einen Überraschungsangriff machen. Das geht auch. Aufmerksamkeit oder Nahkampf? Ja, das würde ich dir überlassen, was du für angemessen erhältst. Und dann würfeln wir beide. Mhm. Und wenn wir beide unsere Probe schaffen, dann gewinnt der höhere Wert. Also der näher an seiner Kompetenzgrenze quasi ist oder generell höher ist. Dann nehme ich lieber die Aufmerksamkeit, die ist höher. Okay. Geschafft. Ja, das Gute ist, dass Dr. Professor Dr. Heinrich Ernst es nicht geschafft hat mit der 89, ist leider etwas daneben gegangen. Mit 36 geschafft, die hätte sogar auf Nahkampf geschafft sonst. Ja, und er komplett überrumpelt wird von dir. Er kann überhaupt nicht, er hat nicht mal im Traum angenommen, dass da überhaupt irgendwas passiert oder dass die Gefahr nicht von dem Alten mit der Flinte ausgeht. Ich schmeiße ihn mit so einem Judo-Griff einfach rum. Ha ja! Okay, in die Richtung der zwei Typen? Ja, so dass er bei denen so vor die Füße liegt und wir fliehen können. Jetzt, also, du wirfst den Typen um. Alle in dem Raum, inklusive euch, sind so. Und du siehst den Typen einfach nur gegen seine beiden Schergen. Die fangen ihn quasi so auf und fragen ins Wanken und stolpern auch. Ja, ich glaube, dann rennen wir schon längst, oder? Ja. Paul hat den Ring, nehme ich an. Ja. Du musst nur aufsperren. Es ist Hof offen oben. Ich nehme mal stark an. Sind die euch gefolgt. Okay. Hat ja auch einen Schlüsselbund quasi. Ja. Ich schätze mal, der Hals ist sehr stark, ist oder? Ist das ein älteres Schloss oben? Ja, so ein typisches, ja, weiß ich nicht, vielleicht 30, 40 Jahre oder so. Na, dann sperre ich das Schloss zu. Lass den Schlüssel stecken und trete auf den Schlüssel, dass er abbricht. Das ist gemein. Das ist gut. Ja, die sind natürlich nicht hinterhergekommen. Die sind immer noch so ein bisschen perplex gewesen und waren noch nicht so schnell wie ihr. Und ja, ihr kommt aus der Kathedrale raus. Total eingestaubt, Spinnweben im Gesicht. Harrys Schnurrbart hat Spinnweben. Und ein bisschen außer Puste. Auf die nächste Gondel. Und ab zur Markthalle. Ja. Okay. So ein bisschen abklopfen.
Ja, der Typ, der da so steht und hier mit dem Stab quasi direkt, das schaut uns so ganz perplex an. Hallo? Zur Markthalle. Genau. Sag ihm die Adresse. 1134. Ja, ich kann euch in die Nähe bringen, aber ein bisschen müsst ihr zu Fuß gehen. Und ich lege 500 drauf, wenn du nicht singst. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Und während jetzt ihr euch bist du aber langsam geizig. Es dauert ein bisschen, aber ihr kommt an. Kann er uns wenigstens nur sagen, in welche Richtung wir zu Fuß unterwegs sein müssen? Ja, ihr könnt ihr sehen quasi, die ist ein bisschen weiter weg von der Anlaufstelle, so 5 Minuten, aber ihr könnt ihr sehen. Und ja, es ist, ja, bitte. Wenn man die schon so sieht auf dem Weg hin, kann man sagen, ist das auch ein älteres Gebäude, ungefähr aus der Zeit der Familie? Das ist auf jeden Fall ein neues Gebäude. Das ist noch keine 10 Jahre alt. Das kannst du direkt sehen. Okay. Und es ist im Prinzip nur ganz normale Markthalle. Ihr seht mehrere Stände und ihr seht ja quasi alles Mögliche. Gemüse wird verkauft, Fisch wird verkauft, Fleisch wird verkauft. Es gibt jemanden, der Käse verkauft, Kaffee, Wein, so eine kleine Stadtmarkthalle im Prinzip. Schauen die alle nach regionalen Anbietern aus? Ja, scheint alles hier irgendwie aus der Nähe zu sein. Ja, und dann werden wir uns mal der Markt ein bisschen durchfragen, ob die wissen, wo diese Adresse ist ungefähr, weil das ist ja scheinbar ganz in der Nähe. Diese Adresse, also ihr fragt euch so durch, ja. Ich würde sagen, wir kürzen das einfach ab. Ihr fragt alle möglichen Händler. Ihr landet letzten Endes bei einer Lady, die schon etwas älter ist, die sagt, dass das zwar jetzt die Adresse ist, aber das früher eine andere, also die Adresse gab es ja, also das hier gab es ja noch gar nicht. Das hier ist neu und es wurden in dem Zug auch die Adressen, die Nummern neu vergeben. Und das, was ihr sucht, ist eigentlich 1-2 Blöcke weiter. Okay. Mhm. Kannst du uns das genau beschreiben, wo das ist? Raus aus der Markthalle, nach rechts, also quasi Richtung Osten. Und dann so vielleicht 5 Minuten oder sowas. Ihr werdet das schon sehen. Das ist alt. Okay. Bedanke mich bei ihr. Was verkauft die? Käse. Nimm mir nur einen Käse mit und gebe ihr nur ein bisschen Trinkgeld drauf. Und ich würde ihr noch sagen, sollte zufälligerweise in den nächsten paar Minuten nochmal jemand kommen und dasselbe fragen, würde ich denen eine andere Adresse sagen. Die sind nicht so nett. Ich stoße Henry ein bisschen an. Kauf halt auch einen Käse. Ja, entsprechend auch, ja. Und nicht so geizig wie beim letzten Mal. Du gibst derzeit immer umgerechnet 20 Cent Trinkgeld den ganzen Leuten. Wenn die nicht wenn mehr wollen. Inflation. Ja, geht nochmal 5000 Lire obendrauf. Genau. Gut. Wollt ihr da hinlaufen? Wenn es Fußweg technisch erreichbar ist? Ja, ja. Das ist ein Block oder sowas. Ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Ihr lauft und ihr seht plötzlich auch dann schon mal so einen ganz harten Einschnitt in die Architektur, nenne ich es jetzt mal. Ja? Weil urplötzlich habt ihr so altes Mauerwerk, also ganz klar zu erkennen, das unterscheidet sich von dem, wo ihr gerade gewesen seid, wo alles irgendwie neu, renoviert war, aufgebessert war, saniert, wie auch immer man das nennt. Und jetzt habt ihr aber quasi ein altes Mauerwerk, ein bisschen dreckig, ja, teilweise kaputt. Und ein paar Minuten später steht ihr vor einem, ja, recht, würde man sagen, so eine Art Stadtvilla, würde man das in Venedig wahrscheinlich nennen. Ist da ein Kanal rundherum? Nur auf der einen Seite. Auf der einen Seite, okay. Genau. Also an dieser Seite am Kanal quasi lang gelaufen. Und ja, komplett heruntergekommen. Scheint auch verlassen zu sein. Also es ist mehr Ruine, kann man schon fast sagen, oder mehr verlassenes Haus, als dass es irgendwie... Ja, wenn das kein Kött, dann gehen wir da einfach mal rein. Ja, die Tür ist nicht verschlossen. Geht auch nicht auf. Also geht es ein Stück auf, dann blockiert irgendwie was.
Aber nebendran ist ein Fenster, durch das ihr einsteigen könnt. Und ja, ihr steht in einem alten, verlassenen Haus. Ja, ihr seid nicht die Ersten, die hier drin waren. Ja, überall gibt es noch, in der einen Ecke gibt es noch irgendwie so Reste, wurde schon mal ein Feuer gemacht. Ja, es liegen Bücher, zerrissene Seiten, so lose Seiten einfach da überall rum. Ein bisschen Dreck, ja, da mal eine alte, zerschlissene Decke so. Also hat irgendjemand auch schon mal kampiert oder regelmäßig kampiert hier vielleicht jemand. Und das so zieht sich das durch das ganze Haus. Das sind so zwei Etagen. Aber es ist jetzt nicht so baufällig, dass schon gewisse Teile eingestürzt sind. Nein. Es ist einfach nur okay. Verlassen. Ja, hier und da ist auch mal ein Loch in der Wand zwischen zwei Räumen. Da sind sich wahrscheinlich irgendwelche Jugendliche da mal irgendwie rumgekloppt oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Bekritzelt, angemalt, lauter solche Sachen. Ich würde das gerade Graffiti sagen, aber es gab es in der Zeit, weiß ich, vielleicht schon, keine Ahnung. Schon sehr, sehr lang. Das ist wahrscheinlich eher eingekritzt als aufgemalt. Ja, genau. Erdgeschoss sind dann mehr so, da gibt es auch eine Küche oder das, was mal davon übrig war, irgendwie, ja, wo man einen Waschraum könnt ihr erkennen. Weiter oben scheinbar sowas wie ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, gibt auch sowas wie eine Bibliothek. Das wäre meine erste Anlaufstelle. Arbeitszimmer, Bibliothek. Ich würde ganz gerne, ich schätze mal, das ist eine zentrale Treppe, mit der man nach oben kommt. Ja. Das in der Mitte so ein Gang. War das mal ein gut gebautes Haus? Also ja. Eine entsprechend verzierte Treppe? Also es ist so eine alte Holztreppe auf jeden Fall. Die unten... Kurz gesagt, kann ich da irgendwie, nachdem wir drüber sind, weil ich habe ein Stück Schnur dabei, quasi um die untere Stufe was drumwickeln, dass wenn man nicht aufpasst und drüber gehen würde, es einem für einen hinfällt. Das geht auf jeden Fall, ja. Dann würde ich das machen. Sagst du uns auch Bescheid? Ja, ich mache es auch nachdem ihr losgegangen seid. Dann mache ich die Bibliothek. Und du, Paul, das Arbeitszimmer? Ist denn noch irgendein Mobiliar vorhanden? Ja, also in deinem Arbeitszimmer siehst du so einen alten Schreibtisch auf jeden Fall. Der hat zwar auch schon mal bessere Tage gesehen und auch so einen Stuhl, wo die Polster aufgerissen sind. Wahrscheinlich mal jemand mit einem Messer durchschnitten oder so. Und hier und da mal irgendwie so einen kleinen Tisch oder so eine kleine Kommode, aber dann so mal die Schubladen so raushängen oder sowas. Ne? Also hat alles recht. Ja. Da prüfe ich mal grundsätzlich, was würde es hergeben, dass da ein verstecktes Fach ist, gerade beim Schreibtisch oder bei den... Ja, nee, unwahrscheinlich. Also auch nicht in der Tischplatte, dass da irgendwo was wäre. Nee. Setz mich dann einmal so in den Sessel rein und schau halt einmal so, lass den Blick so durch diesen Raum schweifen, wie wenn ich der Besitzer wäre und versuche mich in die Lage zu versetzen, ich hätte jetzt was versteckt, was vielleicht für meine Familie wertvoll ist. Wo hätte ich es versteckt, wenn ich hier sitze? Vielleicht, dass ich immer einen Blick drauf habe, weil es so wichtig ist. Oder... Du lehnst dich zurück, legst die Füße auf den Tisch, nur so typische Paul Marchand-Art. Ja. Überlegst du, okay, was würde ein Gauner tun? dir fällt auf, dass das ist so ein Regal am Ende des Zimmers auf der anderen Seite, wo du drauf guckst, dass, und was dich schon die ganze Zeit gerade stört, wenn du da hinguckst, ist, dass es nicht mittig an der Wand platziert ist. Das nervt dich. Schau mal hin, sind da noch Bücher, ist da irgendwas drinnen? Also du erkennst an der Rückwand des Regals, also das sind so Fächer und da quasi in dem Hintergrund, also jetzt nicht auf der Rückseite, sondern quasi in dem Rückwand, genau, danke. Siehst du das Wappen? Diesen Monolith mit den Tentakeln. Als einfach aus Bild quasi aufgemalt. Einfach so eingraviert, ja. Mit eventuell einer Vertiefung, die groß genug ist, dass ein Ring reinpassen wird. Ja. Möglicherweise.
Wirklich, was genau das? Ich pfeife mal den Lockruf eines seltenen Vogels, den es nur in Frankreich gibt. Nein, keine Ahnung, ich schreibe mal. Dann mach diesen Vogel doch mal bitte nach. Seltene französische Schleiereule. Die es in Venedig definitiv nicht gibt. Das wissen zwar Ausländer. Ja. Ich komme angelaufen. Angegangen. Angegangen. Vielleicht ja, ich renne jetzt nicht. Den Prumpfgeschrei der französischen Schleiereule erwischt, dass ein Henry Fitzroy angelockt wird. Ich weiß es nicht. Okay, ja, ich komme mal rüber. Ist was? Ich habe hier das Wappen gefunden mit einer Vertiefung. Ja, dann, du hast doch der Neumann. Ja, ich wollte euch nur Bescheid geben. Gibt es in diesem Raum eigentlich freistehende Regale? Oder ist alles an der Wand? Alles an der Wand. Okay. Und dann, ich meine, Henry, du Gewehr, halt dich mal bereit. Ja. Und wird dann diesen Ring in diese Vertiefung geben. Ja, du tust den Ring in die Vertiefung, du merkst, man kann also nochmal so ein bisschen drehen und plötzlich wird es so und ihr hört nur